Tagebuch, Ostfront, Heeresgruppe Süd, April 1943. Die Tage vergehen momentan sehr langsam, da eigentlich im ganzen Frontabschnitt eine trügerische Ruhe herrscht. Wir haben nicht viel zu schaffen und widmen viel Zeit unserer Rosinante und versuchen hier und da kleine Verbesserungen durchzuführen. Es wird auch viel vom Personalersatz ausgebildet und ich habe als einer der Älteren auch ein paar Aufgaben abbekommen. Das heißt für mich, dass neue Panzerleute sich mit der Ankunft im Regiment dann später bei der entsprechenden Kompanie zu melden haben und dort dann wiederum auf die Züge aufgeteilt werden. Weiter geht es dann zu den Zugführern und die nehmen die Kameraden auf. Und dann folgt der Ablauf durch die einzelnen Bereiche, um die Kompanien und Züge kennenzulernen. Wenn es altgediente Veteranen sind, ist das in der Regel schnell erledigt. Bei den Frischlingen sieht es etwas anders aus. Also wird dort schon mal durchgesiebt und von den 10 Mann Ersatz bleiben dann 6 über, die erstmal grob eingewiesen werden müssen. Da für uns momentan etwas mehr Ruhe ist und keine örtlich begrenzten Angriffe geplant sind, habe ich die Neuen nun ein paar Tage unter meinen Fittichen. Grundsätzlich sind immer Fahrer, Ladeschützen, Richtschützen und Funker dabei. Kriegen aber alle die gleiche Einweisung an der Front. Also habe ich die Bande im Schlepp und sorge dafür, dass die alles wissen und alles finden, damit sie sich in einem Frontkommando zurechtfinden. Es geht zu den Quartieren und da wird erstmal der Schlafsaal zugewiesen, bis dann eine Besatzung den Kameraden aufnimmt. Dann kann es auch sein, dass die woanders, also bei den Panzerbesatzungen, direkt untergebracht werden. Aber letztendlich will der gemeine Soldat ja nur einen warmen Platz zum Schlafen haben. Alles andere ist dann Frontluxus. Ansonsten fühle ich mich wie eine Entenmutter, der alle hinterher trotten. Wir laufen von A nach B und ich beantworte viele Fragen. Man merkt, dass die jungen Leute noch mit Feuer im Herzen ran möchten, um endlich im Panzer zu zeigen, was sie können. Aber auch den Wind muss man den Knaben aus den Segeln nehmen. Ich marschiere zur Panzerwerkstatt und die altgedienten Mechaniker machen ihre derben Späße mit den Neuzugängen. Wir haben 2 Schadpanzer mit Durchschüssen, die heim ins Reich gehen sollen. Ich zeige die Fahrzeuge und lasse die Männer mal in die Panzer klettern. Ist nicht schön da drin. Reste vom Blut ist im Kampfraum noch zu sehen. Ich erzähle dann, dass hier Männer gestorben sind. Auch die Panzerung reichte nicht aus, wenn man von der Seite durch eine Pack oder durch eine SU angeschossen wird. Kommt immer darauf an, wo das Geschoss dann einschlägt oder durchschlägt. Man sieht an den Gesichtern, dass der eine oder andere doch nachdenklich wird. Ja, sicher kann man in der Wochenschau immer sehen, wie die schwarzen Husaren mit ihren Stahlketten durch die russischen Weiten preschen. Der Kriegsberichter diese Erfolge dann in guter Manier dem gierigen Zuschauer serviert. Aber die Realität hält auch Tod und Verwundung bereit. Der Blutzoll wird gezahlt und ich frage die Kameraden, was sie glauben, warum denn immer die Neuen zu uns kommen. Nicht, weil alle im Urlaub sind. Verwundet oder schlimmer, so sieht es nämlich aus. Ich selber weiß, dass es nicht die beste Begrüßung an der Front ist. Aber wer ein verklärtes Bild für den heldenhaften Kampf hat, stürzt sich schnell in eine Situation, die Leben kostet. Es ist kein Spiel und der Russe schießt immer zurück. Immer wieder wandern die Augen der Männer von meinem Mund zu meinen Auszeichnungen und man merkt, dass die auch gerne ein EK an der Brust hätten. Auch das erkläre ich gern. Nicht nur Mut, sondern auch Glück gehört dazu. Nicht um jeden Preis ein Metallabzeichen ergattern. Zu viele sind schon für die Blechkrawatte gestorben oder haben Männer in den Tod geschickt. Sicherlich macht sich so ein Ritterkreuz gut, aber dafür alles riskieren? Die Jungs wirken enttäuscht und ich bringe sie zum Schießplatz, wo die Waffen eingeschossen werden. Der Waffenmeister erklärt, was hier gemacht wird, und wir dürfen zuschauen, wie eine 7,5er eingeschossen wird. Später noch kurz bei den Grenadieren vorbei und es gibt einen Kurzvortrag von einem alten Stabsfeldwebel,
der wohl schon überall dabei war. Hochdekorierter Mann, erklärt er das Zusammenspiel zwischen Fußsoldat und Panzer. Klar haben die das alles schon auf den Lehrgängen zu hören bekommen, aber hier an der Front klingt es doch gleich ganz anders. Gegen Abend erleben wir dann noch ein paar Bomben am Würfel in der Nähe und es scheppert ordentlich. Für uns hier normal, aber die Neuen zucken ordentlich. Am Abend melde ich mich beim Hauptmann ab und lasse die Neuzugänge wegtreten. Noch fix zu Schmidt und ein wenig plaudern und am Abend dann ein paar Briefe schreiben. Auch endlich mal wieder Zeit, ein wenig zu malen und ich bringe die Eindrücke des Tages zu Papier. Die Tage schleppen sich weiter dahin und man hat das Gefühl, beide Seiten belauern sich und im nächsten Moment anzugreifen. Schmidt und ich diskutieren über die Frontlage und auf meinem Kartenmaterial sieht es nicht ganz so schlecht aus. Ich denke, wir bleiben nicht mehr lange hier. Noch einen Monat und dann geht es wieder richtig los. Ich denke auch, die Generalität füllt alle Divisionen auf und dann geht es nochmal ordentlich los Richtung Osten. Da mal wieder nichts weiter anliegt, helfe ich in der Panzerwerkstatt aus. Ein wenig Arbeit vertreibt die Zeit. Ich helfe mit beim Einschießen und tatsächlich lerne ich von den Werkstattleuten auch den Panzer zu fahren. Erst nur kurze Einweisungsfahrten und dann auch mal den ganzen Weg zum Schießplatz und zurück. Ist auch nicht schlecht, solange man ordentlich schauen kann. Aber mit Klappe zu wird es schon schwer und man muss genau aufpassen, was der Kommandant über Funk für Anweisungen gibt. Im Gefecht wird das wirklich schwer und ich kann immer besser nachvollziehen, wie anstrengend es für den Fahrer werden kann. Am nächsten Tag dann doch endlich ein Einsatz. Naja, so ein richtiger Einsatz ist das nicht, aber wir sollen mit ein paar Schützenpanzerwagen eine Nachschubkolonne begleiten. Dort wurden schon Überfälle von durchgesickerten Russentrupps zusammen mit Partisanen gemacht, um unsere Versorgung zu schwächen. Also machen wir uns auf, mit der Kolonne rauszufahren. Es sind nur 20 Kilometer Weg, aber da kann immer viel passieren. Wir fahren Spitze. Hinter uns ein Schützenpanzerwagen, dann die LKW, und am Ende ein weiterer Schützenpanzerwagen. Ich hätte gern noch einen Aufklärer mitgenommen, aber die waren anderweitig eingesetzt. Wir rumpeln los und haben 2 Stunden für den Weg eingeplant. Wir sind angespannt und in Bereitschaft, aber je länger wir fahren, desto weniger haben wir das Gefühl, dass hier noch irgendwas passiert. Ein paar Flieger am Himmel, aber sonst nichts. Wir haben die LKW sicher abgeliefert und fahren mit dem Schützenpanzerwagen wieder zurück. Es ist schon später Nachmittag, aber wir würden es noch rechtzeitig schaffen, bevor es dunkel wird. Den anderen Schützenpanzerwagen haben wir zurückgelassen. Die hatten Probleme mit dem Vergaser. Den halben Weg haben wir schon zurückgelegt. Da meldet der Fahrer, dass der Motor überhitzt. Verdammt, wohl ein Kühlwasserproblem. Der Schützenpanzerwagen hält hinter uns an und wir schauen nach, was nicht in Ordnung ist. Der Kühler hat wohl einen Riss bekommen und nicht mehr genug Wasser drin. Oberfähnrich Krugstein meint, dass er auf dem Hinweg einen Teich gesehen hat, circa 1 Kilometer entfernt. Der Schützenpanzerwagen bekommt den Auftrag, Wasser zu holen. Und bis auf 3 Grenadiere sitzen die anderen ab und sichern den Bereich. Ich stehe an der Fahrerluke und schaue zu, wie der Schützenpanzerwagen uns umfährt und dann auf dem Weg beschleunigt. Knapp 100 Meter ist er weg und es gibt einen Riesenknall. Das Heck von dem SPW wird hochgerissen und in 2 Teile zerrissen landet das Fahrzeug wieder auf der Straße. Ich habe Körper rausfliegen sehen und wir rennen los, um zu helfen. Wir finden 2 Mann neben dem Fahrzeug. Die wurden tatsächlich rausgeschleudert und sind schwer verletzt. Der Fahrer ist tot und hängt im Rest vom Führerhaus. Entweder eine Mine oder eine Sprengladung. Niemand zu sehen, es fallen auch keine Schüsse. Wir versorgen die Verletzten und ich glaube nicht, dass die es schaffen werden. Der Panzer wird herangeholt und wir legen die Grenadiere aufs Heck. Wir müssen nun schauen, dass wir hier wegkommen. Das ist mir alles nicht geheuer. Mit überhitztem Motor kommen wir tatsächlich bis zu dem Teich. Das schmutzige Wasser wird durch eine Socke in den Kühler gefüllt, damit nicht der ganze Dreck mit hineingeht. Der Fahrer meldet, dass die Temperatur sinkt und wir weiterfahren können.
Aber nur langsam geht es voran und wir sichern nach allen Seiten. Es dämmert schon und wir sehen die Ausläufer unserer kleinen Ortschaft, in der wir uns eingerichtet haben. Endlich zurück. Einer der Grenadiere ist auf der Fahrt gestorben und wir heben ihn vorsichtig vom Panzer. Der andere wird zum Sunny gebracht, aber ich denke nicht, dass er seine Beine behalten wird. Wären wir selber über die Sprengladung rübergefahren wären, hätte uns das sicherlich auch ordentlich zerrissen. Das war schon eine schwere Ladung, die da eingegraben war. Das müssen die gemacht haben, als wir gerade durchgefahren sind, denn sonst wäre das schon auf dem Hinweg hochgegangen. Wir melden den Vorfall und es wird erhöhte Alarmbereitschaft befohlen, bis die Sache geklärt ist. Wir bringen Rosinante zur Werkstatt und helfen, den beschädigten Kühler auszubauen. Ein Ersatzkühler gibt es natürlich nicht, aber die findigen Kameraden haben einen Weg gefunden, den Riss abzudichten. Gegen 21 Uhr läuft der Panzermotor wieder ohne Zucken und Macken. Für den nächsten Tag wird ein Aufklärungseinsatz angesetzt, damit wir diese Störenfriede auf den Versorgungsstraßen finden und verscheuchen können. Ich frage den Kommandanten, ob es in Ordnung wäre, wenn ich da mitfahre, und er gibt mir sein Einverständnis. Also noch was zu essen und ab ins Nachtlager. Morgen geht es wieder früh raus. Post ist endlich da. Gudrun schreibt mir einen schönen Brief, wie sehr sie mich vermisst und dass daheim alles in Ordnung wäre. Ein Foto hat sie auch noch mitgeschickt und ich schaue es mir lange an. Ja, meine Gudrun, was für ein schönes Mädchen. Meine Frau. Heimaturlaub, das wäre was. Aber das wird wohl momentan nichts. Vor August bräuchte ich nicht zu fragen. Zu wenig erfahrenes Personal an der Front und auch wenn nicht viel passiert. Man weiß ja nie. Die Zug- und Kompanieführer haben gerne ihre Leute beisammen. Man weiß ja auch nie, was der Russe vorhat. Nun gut, ich schreibe ein paar Zeilen, aber so richtig fehlt mir der Antrieb. War auch wieder ein langer Tag und ich denke, es ist besser, eine Mütze voll Schlaf zu bekommen. Einer von den Neuen kommt bei mir vorbei und fragt mich, wo der Herr Oberfähnrich wäre. In seinem Quartier, denke ich, wird er wohl sein. Was er denn wolle, frage ich noch kurz und erklärt, dass er der neue Funker bei uns werden würde. Merkwürdig. Der Peter, also unser Funker, hat nichts gesagt, dass er die Besatzung verlassen will. Das muss ich dann mal rausfinden und gehe nochmal fix zu ihm rüber. Er erzählt mir, dass er sich zum Panzerlehrgang für den neuen Panther gemeldet hat. Das alles findet in Erlangen statt. Und scheinbar ist der Bedarf groß. Da muss ich morgen nochmal mit dem Spieß sprechen. Das kann ja so nicht richtig sein. Unsere Leute aus der Besatzung ziehen. Klären wir. Jetzt wird erstmal geschlafen.